ein Spiel dann am Ende wieder 2-2 zu spielen, ist natürlich brutal ärgerlich und einfach ja, nicht das, was wir uns verdient haben. Die Jungs haben echt wieder brutal gearbeitet. Wir haben nicht viel zugelassen, hatten viele, viele Chancen. Wir hatten dann noch den Pfostenkopfball vom Hoffi. Sicherlich da auch die Möglichkeit gewesen, auch dass wir da 1-0 in Führung gehen. Mit einem 1-0, das ist natürlich erstmal ja, ein Schockmoment, sage ich mal, kommt aus dem Nichts. Gestern ja, mit so einem Ergebnis in die Kabine war es aber eigentlich gut im Spiel. Ein Lattenschuss, glaube ich, vom Au. Es war halt viel dabei, viel, wo dann auch gegen uns gelaufen ist, so ein bisschen. Wir machen ein gutes Auswärtsspiel. Drehen dann das Spiel. Super Ball, weil es schwer ist für einen Gegner zu verteidigen. Emma läuft durch, gute Boxbesetzung gehabt und am Ende drückt den Emma dann über die Linie. Kommen dann, wie gesagt, sehr gut aus der Pause raus, direkt mit ja, frischen Kräften, waren direkt beflügelt. Zimmo bringt das Ding super rein. Wir machen das 1-1. Beim zweiten sehe ich im Augenwinkel Felix und wenig Spieler von Bielefeld, sagen wir es mal so. Und versuche ihn ja, in den Raum zu spielen, dass er ja, mit wenig Kontakt dann aufs Tor laufen kann. War jetzt nicht so schlechter Pass und auch super abgeschlossen. Dann gehst du 0-1 im Rückstand, kommst 2-1 wieder. Das zeigt so auch den Charakter der Mannschaft. Ja, und dann verpasst du vielleicht um Nuancen so ein 3-1. Ja, und dann natürlich ganz bitter, ja, so noch das 2-2. Ich weiß nicht, durch wie viele Beine der das Ding da durchgeschoben hat. Aber ja, das darf uns einfach nicht passieren. Und dann ist so ein bisschen das, was uns... Ja, schon lange begleitet so ein Ergebnis dann auch mal, ob auswärts oder nicht, aber über die Zeit zu retten. Da müssen wir es einfach reinbekommen, diese Abgezocktheit, diese Abgeklärtheit, dann entweder direkt noch eins nachzulegen, um den Sack zuzumachen oder dann halt auch mal, ja, ich sag jetzt mal so ein dreckiges 2-1 dann über die Bühne zu bringen. In der Liga ist alles möglich, die ist verrückt und von daher, solange es reinrechnerisch möglich ist, hoffen wir natürlich immer, dass wir nochmal reinrutschen, aber dafür müssen wir unsere Hausaufgaben zuverlässig erledigen und die Spiele einfach gewinnen. Mit Darmstadt kommt dann nochmal ja, ein Kracher zu uns. Da können wir direkt zeigen, ja, dass uns das nicht gereicht hat aus den letzten beiden Wochen und ja, dass wir da was gut zu machen haben.